Herzlich willkommen zum 5. Grand Prix der Koop-Meisterschaft mit Steppo und Papik. Schönen guten Tag. Hallihallo. Ja, nach dem doch recht suboptimalen Rennausgang in Bahrain gibt es einige Neuigkeiten. Und zwar beziehen die sich auf einen neuen Patch, der was verändert, Pascal? Ja, der Patch berichtigt nämlich den Fehler, dass bei allen Fahrern und Computern, die halt über 30 Frames pro Sekunde haben, die Gummilinie nicht angezeigt und nicht berechnet wird, und dadurch hat man doch deutlich besseren Grip im Rennen und auch schon in den vorherigen Sessions. Und das hat man jetzt im zweiten PC-Patch behoben und wir haben es schon offline in Rennen getestet. Es hilft wirklich sehr. Ja, das ist die größte Neuerung, weil wir haben ja festgestellt, dass wir Ende des Rennens eigentlich immer noch keinen Grip haben. Und jetzt, wo wir wissen, dass eigentlich am Ende des Rennens auch relativ viel Gummi auf der Strecke sein sollte, ist uns auch klar, warum das so war. So, jetzt auf jeden Fall, der neue Patch ist da, wir können wieder fahren, wir haben jetzt mal eine Weile Pause gemacht. Und das nächste Rennen ist Catalunya. Pascal, eine deiner Lieblingsstrecken, was ist dein Ziel für dieses Rennen? Q3 erreichen erstmal und dann schauen wir mal nach der Quali. Gut, ich dann sag da jetzt noch nichts, ich starte eh wieder von 11. Das ist... Naja, Konstanz ist alles, Pascal. So, jo, wird man Weltmeister am Ende. Wenn ich hätte aber auch gerne dann so Konstanz gehabt, dass ich meine Resultate aus den ersten beiden Rennen wiederholt hätte, aber das hat es dann nicht mehr gegeben bislang. Ja, na gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der Quali an. Muss man sich mal vorstellen. Ja. In den letzten beiden Rennen war keiner von uns auf dem Podium. Ja, Skandal. Geschweige denn in den Top 5. Oh. Sind wir jetzt so doof oder liegt's am verbuggten Spiel? Naja. Wir schauen mal, wie es sich jetzt ändert. Viel Spaß mit der Quali. Ja, und damit herzlich willkommen zur Qualifikation hier in Catalunya. So, Moto. Mager. Mit wie viel Sprit fährst du raus? 7 Runden. Ja, ich mach mal 8. Ach scheiße, ich wollte doch eigentlich ein bisschen warten. Also Leute, setzen wir diese Änderung. Wir können auch 2 Stints fahren. Weil ich ungern 2 harte Reifen verbrauche, ich denke mal, wir werden eh die Weichen benutzen müssen am Ende. Ja, mal gucken. Ich habe ja noch einmal bei Rennen. Ja, ich habe ja noch den einen Reifensatz auf 96%, den kann ich auch noch für eine schnelle Runde nehmen. Jo. Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße. Sieht auf jeden Fall sonniger aus jetzt im zweiten Training. Das war ja dann doch zum Ende hin jetzt recht bewölkt. Oh Gott, die Schikane wird sicher grausam daraus beschleunigen mit hohem Motorprogramm. Bist du auch in der Mitte geblieben oder hast du was verändert noch? Ich bin mit dem Frontflügel 1 runtergegangen und ansonsten in der Mitte geblieben. Okay. Ich kann ja genug Platz lassen nach hinten. Bin jetzt in der Haarnadel. Ich bin kurz dahinter. Schikane. Und ab dafür. Ich habe mich zum Glück vor der Schikane noch dran erinnert, dass ich das Motorprogramm hochstellen muss. Ja, wir hätten für uns mal beim Renndirektor reingucken können, ob die im Training schon mit weichen Reifen gefahren sind. Und die waren ja dann am Ende doch über eine Sekunde schneller. Wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen.
Vielleicht war das mit dem Frontflügel doch nicht so eine intelligente Idee. Jetzt ist zu spät. Aber ich glaube, Frontflügel darfst du verändern, oder? Ich weiß es nicht, aber ich glaube ja, da war, glaube ich, was. Ich bin langsam halt subtil. Bring mich um. Ich bin auch langsamer. Und nur minimal schneller als du. So gefällt mir das mit der europäischer Boden und Sonnenschein. Sonnenschein hatten wir ja auch in Bahrain. Hülkenberg im Kies. In Turn 5 fahren die immer alle ins Kies. Bianchi hat mich hier vom Feinsten behindert. Ich glaube, ein Großteil der Zeit, die ich auf die KI verliere, ist im letzten Sektor. Bestimmt durch die Schikane. Du bist auf Platz 6 zurückgefallen. Aber trotzdem bist du ja ganz gut. Bloß eine Zehntel hinter die Rester. Die Runde fahre ich noch. Ich bin nicht sicher, ob ich Turn 4 im dritten oder im vierten Gang fahren soll. Genauso geht's mir auch. Ich probier's immer mal anders aus. Jawohl! Das ist doch gut. Jo. Och Mensch. Du bist gerade die schnellste Runde gefahren. Aber es ist schon wieder schön knapp zwischen uns. Ich könnte mal sagen, im Gänseschritt dann so langsam an die Box. Und mal gucken, was sie so machen. In Sektor 2 ist jemand. Alonso ist jetzt auf jeden Fall schneller. Sektor 2. Jo. Fragt sich wie viel. Okay, das müssen weiche Reifen sein. Ich weiß nicht, welche benutzt werden. Wahrscheinlich die Soften, dass wirklich zwei Reifen unterschiedlich dazwischen sind. Jo. Soft und hart. Anders kann ich mir das im Moment nicht so wirklich erklären. Ich habe jetzt hier auch die Gummilinie nicht in der Quali. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nur im Rennen auch nur geben soll, aber... Also vor uns offline hatte ich sie im Training auch gehabt. Nach 5 Runden sehr deutlich. Naja. Schauen wir mal. It's not a bug, it's a feature.
Ja, doch, so langsam kommt sie, glaube ich. Ach, du fährst noch eine Runde oder was? Ja, mit. So, oh ne, Renndirektor können wir noch gar nicht. Verdammt! Mit niedrigem Motorprogramm. Lass mal ansehen. Ich jetzt sehen. 8 und 9 sind wir jetzt. 24,7 fährt Bottas im Moment auf der 17. Sind 2 Sekunden auf uns, aber das wird nicht so bleiben. Ich sehe Vettel mit einer 22,3. Alonso muss weiche Reifen haben. Das geht gar nicht anders. Wir sind ja selber den weichen Reifen noch gar nicht gefahren, nee. Nicht mal im Training. Und von daher habe ich da auch nicht wirklich Zeit. Das ist aber der weiße, also das ist der Medium. Nicht der softe. Ja, eine Sekunde, mehr als eine Sekunde, damit schneller zu sein. Du, also Anfang der Saison war das so extrem. Es ist möglich. Ja, wir werden sehen. Willst du es nochmal riskieren, oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt rausfahren will oder nicht, weil ich hab auch, wir haben halt nur 4 Sätze. Also ich würde es riskieren, jetzt die Session zu überspringen. Ja. Wollen wir? Wollen wir. Oh. So, sollte der Session stimmen? Passt. 9 und 10, passt auch wunderbar. So, Renndirektor ja, jetzt mal. Nein. Was? Alles harte Reifen. Ihr wollt mich doch verarschen. Jump the fuck up. Ich habe wenig Lust. So, 1,5 Sekunden Rückstand. Ich habe wenig Lust. Na, wenn du guckst, wir sind hinter den McLaren. Ja, es war halt auch die Lotus Pace in dem Part der Saison. Oder Spanien? Waren die, meine ich, nicht so gut? Ja, ich glaube auch nicht. Ah, nun. Wir wollten es ja. Vielleicht machen wir danach noch eine zweite Koop-Saison mit einem Top-Team. Wer weiß. Red Bull. Red Bull wäre schon wieder ein bisschen langweilig. Vielleicht machen wir dann auch noch eine dritte Koop-Saison mit Marussia. Nein. So. Bei mir sieht es gerade lustig aus, wenn ich aus dem Fenster gucke. Die Sonne scheint und es regnet. Gut, weiche Reifen hat er mir schon drauf gemacht. Achso, ich bin übrigens noch im Ladebildschirm. Ich gucke nur noch schnell aufs Benzin. Du kannst mal schon durch deinen Monitor gucken, oder? Nee, eben nicht. Ich guck dann gleich. So, jetzt. Mal schnell aufs Benzin, dann nehme ich mir für 6 Runden mit. Bei mehr als 2 Runden riskiere ich mit dem weichen Reifen nicht. Dann geht der eh ein. Ach, wie hast du es denn noch vor mir rausgeschafft, du Arsch? Ich hab noch nichts geguckt. Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst. Sonst gibt es eine Strafe. Anderthalb Sekunden macht mich dann doch ein wenig stutzig. Ich sehe schon, ich werde Elfter. Wir sind schon wieder so in der Region. Bei mir, ich bin ja die letzte Runde noch auf Margo gefahren. Selbst da hatte ich noch Vorsprung auf meine persönliche Zeit. War das so heftig? Also bei mir geht noch was. Ja, nicht von Grip her, sondern aber ich habe weniger. Achso. Ich bin sauberer gefahren, weil ich langsamer gefahren bin. Also sag mal, das bestätigt wieder meine eigene Philosophie. Es ist nicht wichtig, wie spät du in eine Kurve reinfährst, sondern wichtig, wie gut du rauskommst. Ich kann keinen Platz lassen nach hinten, also lass du bitte auch auf keinen Fall Platz. Jetzt haben wir hab beide. Ich schon jemals Platz gelassen? Ja. Fett. Jetzt geht's. Ja, da habe ich nochmal Glück gehabt, dass ich vorn sauber rausgekommen bin. Die wird wahrscheinlich ficken. Geht so. Ich werde wahrscheinlich Ende der langen Kurve auf ihn auflaufen und da
geht's. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Noch nicht. Nach der Haarnadel. Geht aber auch. Nicht so viel verloren. Bist du gefahren? 22,1. 22,6. War keine gute Runde bei mir. Macht gut Platz. Und ich habe meine Runde verkackt. Und war fast eine halbe Sekunde schneller als letzte Runde. Du hast fast kein Benzin mehr. Fast kein Benzin mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Nicht sonderlich gut aus der Schikane rausgekommen, sollte aber eine Verbesserung werden. 22,1. Jetzt muss ich eher in die Box. Ich sehe noch keine Linie bislang. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Kommt vielleicht in dem nächsten Stint. Du hast keinen Sprit mehr. Also ne, hohe 21er könnte ich noch fahren. Was bist du eigentlich gefahren? 22,1, ich bin jetzt auch einen Platz vor dir. Moment. 22,1 was? 5. Und dann? 0. Und das ist genau 300stel schneller. Ich bin 1,8, 0. Hi. Ich würde auf jeden Fall nochmal raus müssen, es nützt nichts. Oh. Gleiche Fuel Load, also wieder 6 Runden. Ich werde vielleicht jetzt 1-2 Minuten warten. So hatte ich es auch geplant, damit halt hier der Grip ein bisschen steigt. Ja. Auf jeden Fall schon mal die frischen Reifen auswählen. Das ist ganz wichtig. Also los Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Da haben wir dann auch noch 2 Stints für Q3. Jo. Können wir jetzt noch ein kleines bisschen reden, wenn es denn was zu reden gibt. 3 Minuten würde ich warten, also ich würde 5 Minuten vor Schluss. Ungefähr 5-4,5 Minuten irgendwie so in dem Dreh. Zu spät will man ja auch nicht, wegen Verkehr.
Ja, es ist halt wie immer, das Video, das kommt ja sowieso erst lange nachdem wir das hier aufgenommen haben raus. Aber zwei Wochen. Wir sagen es heute schon, Sebastian Vettel ist Weltmeister. Ja! Ach, war ein... Unglaublich. Es war ein interessantes Rennen aus taktischer Sicht heute. Ja, also... Aus taktischer Sicht. Ich habe ja wieder, ich hab ja wieder Live-Timing angehabt. Und ja, Marc war der Meinung, dass Alonsos Auto im Arsch war, aber der ist ähnliche Rundenzeiten gefahren wie Vettel. Zwar, also ich sag mal, er war der schnellste Nicht-Red Bull die ganze Zeit, hat aber komischerweise... Irgendjemand steht in Sektor 2 jetzt hier gerade, sehe ich, im Timing-Screen. Ne, jetzt fahren sie wieder. Da standen gerade welche, haben sich wohl verpackt. Nee, auf jeden Fall machen wir weiter. Ich hatte dich unterbrochen. Ja, Alonso war eigentlich die ganze Zeit trotzdem der schnellste Nicht-Red Bull und hat aber komischerweise keine Position gut gemacht. Während ja, halt Vettel ja, von doch. 17, ja nicht sonderbar am Anfang, aber Vettel ist ja von 17 nach seinem Stop in der zweiten Runde ratzefatze wieder auf 8, 7 so die Dreher vorgekommen. So, ich sag mal bei 5, 15 fahre ich raus. Ich fand lustig, als die dann gesagt haben, Adrian Sutil hat Plätze gut gemacht. Ja, Vettel an der Box, Alonso war an der Box. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo Sutil Dritter war, waren viele schon zu ihrem zweiten Stop drin. Da war der noch gar nicht drin. Ich glaube, der war der Letzte, der reingekommen ist. Der ist irgendwie 42 oder so. Endlich reingefahren. Sehr spät. Ich weiß nicht, wie viel es ihm dann am Ende gebracht hat. Wir sind gerade 13 von 16 Autos auf der Strecke. Zwei, die nicht drauf sind, sind wir. Und noch irgendjemand. Was ist denn hier das Klassement? Hier. Nee. Jetzt sind wir, müssten es 14 sein. Ja, 14 sein. Von 16, genau. Ja. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher. Nee. Ich fahre 1, 2, 3. Bei 5.15 fahre ich raus. Lässt du mal 10 Sekunden Abstand. Ja, erschienen. Ich fahre so bei 5.00 so langsam. Ja. Wenn du bei 5.15 bist, kontrolliere ich dann nochmal, dass der mir auch die richtigen Reifen gibt und dass ich die richtige Benzinladung drin habe. So, 25, so taktisch sind wir noch nie vorgegangen. Legen wir los. Noch sind wir 7 und 8. Na, viel Glück. Danke, danke. Aber 6 Runden. Weiche Mischung, frischer Satz. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst auf die Strecke. Hab ich die bessere Strecke. Der Computer meldet, dass Sektor 1 wieder freigegeben ist. Grüne Flagge in der Wir Sektor hoffen, 1. euch gefällt dieses taktische Vorgehen. Muss man ja auch mal machen in der Formel 1. Nicht immer alles brutales Vollgas fahren. Trotzdem hat sich an der Ideallinie nichts geändert. Kommt wahrscheinlich dann wirklich online nur im Rennen. Doch, ein bisschen sehe ich. Ich sehe sie. Die kommt. Die kommt, die Linie. Bisschen scheiße, dass sie sich zwischen Q1 und Q2 dann anscheinend wieder auf Null setzt. Good luck! Yo, ich werde im Verkehr landen. Ich muss jetzt hier mal viel Platz lassen, weil hinter mir ist noch einer und dann ist eine Riesenlücke. Ich habe jetzt auch viel Platz nach vorne. Jetzt muss ich, Vorsicht beim Einfädeln. Die Gelbphase im letzten Sektor wollte ich jetzt nicht unbedingt auslösen. So, jetzt muss ich auch fahren, weil sonst sind meine Reifen dann zu kalt. Minuten.
genug Platz. Das war knapp, wäre ich fast ins Kies gerutscht. Ich weiß ja nicht so richtig, wo ich Kers benutzen soll. Ich bin eine halbe Sekunde langsamer als meine Zeit. Direkt vor mir raus. Ich brauche eine halbe Sekunde, aber ich war auch leicht im Kiesbett. So, und ich bin Maldonado hinten drauf gefahren. Das heißt, die Runde ist auch im Arsch. Das wird ganz eng. Ich glaube, heute gehe ich mal fliegen in Q1. Q2. Ja, Mensch doch. Romain belegt Platz 8. Die Runde war nichts. Oh, Hamilton kommt direkt hinter mir raus. Oder Rosberg. Ja, einfach mal bei der Hälfte der Geraden das Getriebe schon so ähnlich ist. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Jetzt zählt's. Romain belegt Platz 8. Runde war auch nicht schneller. Mir fehlen im ersten Sektor schon 2 Zehntel. Ja. Okay, die Runde ist im Arsch. Das muss ich hoffen. Turn 3. Verkackt. Noch bin ich 8er. Vettel ist auch nicht schnell, dann lasse ich vorbei. Das war ja mal ein komplett verkorkstes Quali. Noch bist du drin. Ja, aber trotzdem. Alles ruhig. Ich muss auch hoffen. Oh, jetzt bist du 10er, Alter. Komm, fahr ins Ziel. Mach hinne. Ich fahr in die Box. Wenn überhaupt. Und es dauert wahrscheinlich noch länger, aber egal. Scheiße ich jetzt drauf. Ist realistischer. So, jetzt. Nein! Nein! Ist das Ärger? Ja! Ich hab das Quali-Duell gewonnen. Scheiße. Endlich mal, tut mir leid für dich, Stefan. Scheiß Drecks-KI, wirklich. Zum Kotzen. Uiuiui, ui, ui. Katalonia ist echt mal. Es macht seinen Ruf mal wieder alle Ehre, dass es schwieriger ist als andere Strecken in Sachen KI. Ich habe endlich mal Q3 erreicht. Und mich geschlagen. Und? Es war 4, 14, 18, 18, 1 müsste es jetzt stehen, glaube ich. Ja, irgendwie so. 17, 1, saisonübergreifend. 18-1 war glaube ich schon richtig. Wir sind diese Saison 4. Ja doch, 17-1, doch, das ist unser 17-1, ja. So, muss ich jetzt trotzdem auf dich warten? Nein. Sehr schön. Reifen, weichen, schon frisch. Hab dafür.
Ja, heute mal umgedrehte Welt. Heute gucke ich mal Pascal zu. Und wenn du wünschst, kann ich das Ganze kommentieren. Aber Och, du wirst wahrscheinlich deine Ruhe haben, oder? Mach mal. So. Ist zu heftig, aber. Jetzt bin ich im Qualifying und kann nicht zugucken und nicht. Was ist das denn? Hast du nicht die Dings? Ach, jetzt. So, zweiter aus der Box raus. Das ist schon. Na, wenigstens habe ich jetzt permanent die Uhr. Ha. Ich glaube, ich werde im ersten Run zwei Runden machen und im zweiten eine dann. Das müsste auch noch für zwei langen, gerade so. Ach Mann. Ich bin richtig enttäuscht jetzt. Im Rennen kommen wir schon wieder nach vorne. Hoffentlich. Ich sehe im Rennen schon wieder viel zu viele Dreher und Strafen. Wie letztes Jahr? Ja. Fuck, die KI ist so nah an mir dran. Wer ist das hinter mir? Alonso? Ich glaube ja. Auf jeden Fall ein Ferrari. 10 Minuten! Ja. Ich fahre eben die Quali hier zu Ende. So, danach mit dem Hund. Lasst euch nicht ablenken. Wenn wir schon beim Thema Hund sind, ihr könnt ja schreiben, dass ihr für Horsi wart, wenn ihr Lust habt. Ich hab einen Vogel. Im Kopf. Ich halte nichts von Haustieren. Mensch, jetzt sehen die Leute mal, wie ich fahre. Ja. Ich bin ja so ein bisschen in der Nasenkamera. Du fährst auf jeden Fall sehr sauber. Es hilft mir immer in den Rennen, aber ich bin wie gesagt kein großer Qualifier. So abwegs mal halbwegs ordentlich durch die Schikane gekommen. Mhm. 22,6. Runde war für den Arsch. Bei mir ist gerade ein Bug. Ja, und die auch, also ab an der Box. Was hast du denn für einen Bug? Ja, fahr doch vorher, Alonso, der will nicht. Bei der aktuellen Rundenzeit hat er gerade irgendwas mit 2 Milliarden oder so angezeigt und jetzt ist er bei dir gerade bei 12, 13, 14, 15. Schön wär's. So, du fährst jetzt an der Box, da gucke ich mal Überleg jemand anders zu. Ich überhaupt noch mal rausfahren. Wie sag mir mal die Rundenzeit vom Hülkenberg. 20,8 ist von Vettel. Ja, die sehe ich. Ich will welche jetzt Position war es nur eigentlich? Hab ich gar nicht bin gehört. Letzter. Bis ganz speziell die Rundenzeit vom Hülkenberg. Also die sind alle sehr eng beieinander. Ich schalte gerade durch hier. Also wirklich alle extrem. Ich versuche die Zeit gleich einfach auf harten Reifen zu schlagen. Dann kann ich mit harten Reifen starten. 21,7. Kriege ich nicht hin. Ich versuche meine 22,6 einfach mit harten Reifen zu schlagen und dann hat sich das. Wenn nicht, habe ich halt Satz. Sonst habe ich halt Satz, auf dem auch nur eine schnelle Runde ist. Das ist eine Win-Win-Situation. Oh. Du bist schon so ein taktisches Genie, muss man dir lassen. Ja, Genie würde ich jetzt nicht sagen. Ja, aber du gehen auch oft nach hinten los. Was sagt die Zeit? 5:30. Jetzt kommen jetzt alle in der Box, wenn du dir beeilst, dann kannst du Erster sein, der wieder auf der Strecke ist. Erster bezweifle ich, weil ich mein Benzin auch noch anpasse. Auf 6. So, jetzt ist bei mir gerade Black Screen. Ja klar, weil keiner. Also, jetzt sind alle in der Box.
Also, Jensen Button ist 9. mit 21,6. Hülkenberg hat sich auf die 7 vorgeschoben. Aktuell die Top 3 sind Vettel, Hamilton, Rosberg. So, fahr. Hamilton, Vettel, Rosberg. Oder war es Vettel, Hamilton? Vettel, Hamilton, was hab ich gesagt? Nee, ich war mir nicht sicher. Ich hab nicht richtig zugehört. Nee, Vettel war Erster. Vettel ist Erster, ja. So, wie gesagt, jetzt mal mit den härteren Pirellis. Was ist das mit den härtesten Pirellis? So, Hamilton ist das, glaube ich, vor dir. Und du hast ja nach hinten relativ viel Platz. Jetzt meckert er schon, weil ich harte Reifen drauf habe. Dann machen wir jetzt. Dann habe ich noch genug Zeit, meine Reifen ordentlich aufzuwärmen. Ich gehe aber sowieso mal davon aus, dass du selbst auf einer schnellen Runde nicht wirklich auf Hamilton aufschließen wirst. Nein, aber trotzdem. Es ist. Ich denke mal, das sollte reichen für den Fall, dass noch irgendwas schief geht. Auch mit geringem Abstand merkt man die Dirty Air in dem Spiel. Also, das ist. Das habe ich vor uns im Training gemerkt, als ich durch folgende Kurve direkt hinter dir durchrollte. Mhm. Das wird im Rennen noch ganz lustig, weil ich bin ja mit dem Frontflügel runtergegangen. Ach, konntest du nicht mehr ändern? Ja, es hat sich in der Quali ganz gut angefühlt, aber ich hab's ja nur verschissen. So, na und im Rennen dann mit schwerem Tank, also schwerem Auto und vollem Tank. Jo. Gut, liebe Zuschauer, ich lasse euch jetzt mit den Bildern allein und Pascal kann seine Runde in Ruhe drehen. Das war schon mal das beste Turn 1, 2, das mir in der Quali gelungen ist. Aber weil ich auf Mager war, habe ich trotzdem den übelsten Rückstand. Egal, die sind eh erst in der nächsten Runde auf perfekter Temperatur. Abhaken. Meine Zeit, die mir angezeigt wurde, ist schon wieder sinnlos, weil der erst wieder übelst spät angefangen hat, die Zeit zu zählen, irgendwo nach Turn 1. Das klingt ja gut. Im zweiten Sektor habe ich meine Bestzeit aufgeholt. Platz für den Notfall. So, zwei Runden noch. Bist du jetzt auf Fett? Ja. Jetzt die Runde schon auf Fett gefahren. Im letzten Sektor auch wieder aufgeholt. Also ich denke mal, ist schon ein bisschen noch drin. War noch erlaubt. Ja, nee. Keine hast du ja noch. Drei gezeitete tun den harten ja nicht weh. Nee. Zweieinhalb. Dafür war ganz schön kacke hier durchgekommen. Bei mir wäre es eine Rundenzeit von 1,10 gewesen. Schön wär's.
Kannst du mir überhaupt noch zuschauen? Ja, ja, ich guck dir zu. Stimmt die Rundenzeit? Nein. Hast du mal gesagt, dass ich die Schikane hasse? Mehr als genug. Hab ich mich verbessert? Nö, glaube ich nicht. Ja. Gut, dann was ist hier von der Qualifikation? Ja, ich denke mal, wir verlieren dann noch ein paar Worte dazu vorm Rennstart. Jo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.